بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema, über das ich hier reden will, ist ein unheimlich wichtiges Thema für sehr, sehr viele Muslime in Deutschland. Und der Titel davon ist: Der Islam ist nicht schuld, du bist zu schwach. Der Islam ist nicht schuld, du bist zu schwach. Was hat das zu bedeuten? Und wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Ich habe gemerkt in meiner Erfahrung bei der Arbeit, die wir in der Dawa machen und bei vielen Büchern, die ich gelesen habe, insbesondere von Musliminnen und Muslimen, die vom Islam abgefallen sind bzw. versucht haben, den Islam zu einer anderen Religion zu machen, die sie dann auch Islam nennen. Das heißt, ein Islam ohne Gebet, ein Islam ohne Fasten, ein Islam ohne Kopftuch, ein Islam, wo Homosexualität ganz normal ist, ein Islam, wo man Unzucht treiben kann, wie man will. Ja? Ich habe gesehen, also das heißt, so ein Islam ist kein Islam mehr. Ich habe gesehen, dass Muslime, die so einen Weg einschlagen, meistens von vornherein ein Problem im Praktizieren der Religion hatten und dann gemerkt haben, dass sie nicht in der Lage sind, die Religion zu praktizieren, und dann haben sie angefangen, den Fehler bei der Religion zu suchen, anstatt den Fehler, ja, bei sich zu suchen. Ein Beispiel ist beispielsweise der Ägypter Hamid Abdessamed. Ja. Der schreibt ein Buch, ja, Untergang der islamischen Welt, wo er darüber erzählt, was am Islam alles falsch ist. Da bringt er dann natürlich meistens Punkte, die mit dem Islam nichts zu tun haben, sondern die einfach kulturell bedingt sind und falsch sind. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Islam und Muslim oder zwischen Islam und gelebter Realität. Denn der Islam ist die Quelle, Islam ist das, was auf Koran und Sunna basiert. Aber es gibt viele Dinge, die in der Praxis der Muslime hineingekommen sind, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Das beste Beispiel hierfür ist Ehrenmord oder Zwangsheirat oder Terrorismus. Das sind alles Dinge, die islamisch gesehen falsch sind, wenn man wirklich mit tiefgründigem Verständnis auf die Quellen zurückgeht. Aber man merkt, dass er nach Deutschland gekommen ist und dann zu schwach war, ja, seine Gelüste unter Kontrolle zu haben. Er sagt selber, er hat eine Freundin gehabt und so weiter und so fort. Aber dann hat die Demut gefehlt, die Einsicht gefehlt, die Bescheidenheit gefehlt, den Fehler bei sich selber zu suchen. Dann hat er angefangen, den Fehler beim Islam zu suchen. Dann hat er versucht zu erfinden, oh ja, guck mal, diese Leute, ja, im Islam, die sind ja auch so. Guck mal, da in den arabischen Ländern, da gucken die auch Pornofilme. Und da gibt es ja dann auch Unzucht, da gibt es ja so viel Heuchelei. Ja? Man merkt also, ja, er sieht, und das ist, er ist jetzt nur ein Beispiel, er kann es nicht praktizieren. Und dann, als er merkt, dass er das nicht praktizieren kann, fängt er an, die Regel anzuzweifeln. Dass es ja eigentlich falsch ist, dass man ohne geschlechtliche Erfahrung in die Ehe hineingeht. Ja? Weil er es selber nicht einhalten konnte. Und so geht das so viel, das ist nur ein relativ prominentes Beispiel. So viele Muslime haben die, oder sogenannte Muslime haben dieses Problem. Ja. Nymphomanin, ja, und dann merkt sie, sie macht andauernd Sünden, und dann denkt sie, ja, der Fehler liegt beim Islam. Ja, warum denn nicht? Und man merkt bei diesen Leuten sehr oft auch, dass sie dann neidisch sind auf die Muslime, die die Religion praktizieren. Und dann hört man immer, ja, aber weißt du, die mit Kopftuch, die sind noch viel schlimmer. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Natürlich gibt es Frauen mit Kopftuch, die Fehler machen. Natürlich gibt es Frauen mit Kopftuch, die eventuell schlimm sind. Aber in der Regel ist es einfach nicht so. In der Regel ist es so, dass diese Frauen die Religion ernster nehmen. In der Regel, ich rede nicht von jeder einzelnen Frau. Aber in der Regel ist es so, dass diese Frauen die Religion ernster nehmen als Frauen, die kein Kopftuch tragen. In der Regel. Und oder in den meisten Fällen. Und das ist das große Problem. Deswegen sage ich,
zu jedem Muslim, kontrolliere dich selber. Wenn du eine Regel nicht einhältst, und das ist ein Weg vom Satan, der zu dir kommt, wir müssen eigentlich Mitleid haben mit diesen Leuten. Wenn du es nicht schaffst, beispielsweise von einer Sache fernzubleiben, von Frauen fernzubleiben, du bist beispielsweise, du willst immer wieder eine neue Freundin haben und so weiter und so fort, dann fange nicht an, den Islam zu kritisieren. Fange nicht an, den Fehler beim Islam zu suchen. Suche den Fehler bei dir. Sage, ich mache Fehler und ich muss Allah um Vergebung bitten. Denn dann bist du Gläubiger, dann bist du Muslim. Aber wenn du dann anfängst mit, ja, das waren Regeln früher und in der heutigen Zeit kann man das eigentlich anders sehen, und dann wirst du zu einem Käfir, weil du dann das Gesetz selber anzweifelst. Wie Iblis. Iblis, ihm wurde gesagt, er soll sich vor Adam niederwerfen. Was hat er gesagt? Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den du aus Schlamm erschaffen hast? Du hast mich doch aus Feuer erschaffen und ihn aus Schlamm. Ich bin doch besser als der. Warum soll ich mich vor ihm niederwerfen? Deswegen ist Iblis Käfir geworden. Weil er den Befehl von Allah in Frage gestellt hat. Weil er die Weisheit dahinter angezweifelt hat. Das heißt, er war zu hochmütig gewesen. Deswegen sei du nicht zu hochmütig, die Religion zu praktizieren. Sei du nicht zu hochmütig, den Islam zu praktizieren. Falle nicht in diese Falle rein. Und ihr könnt dieses Video Muslimen schicken, bei denen ihr seht, dass sie in diese Falle hineinfallen. Denn ich weiß, dass es viele Brüder aus arabischen Ländern gibt und viele Schwestern aus arabischen Ländern gibt oder aus der Türkei gibt und aus Albanien gibt und aus Pakistan gibt, die in diese Falle hineinfallen. Und gerade viele der größten Islamfeinde heute sind Leute, die in diese Falle hineingefallen sind. Ja, der Bruder darf eine Freundin haben. Ja, warum darf ich denn keine Freundin haben? Warum darf ich denn keinen Freund haben? Warum nicht? Ja, was denn? Warum hat der die Freiheit, ich nicht? Sei froh, dass du diese Freiheiten nicht hast. Denn diese Freiheiten, dein Bruder, für den musst du weinen, dass deine Eltern den Islam mit ihm nicht praktizieren, weil er dadurch in Sünden reinfällt. Du musst für deinen Bruder weinen, dass er in die Disco geht. Du musst für ihn Dua machen. Du musst nicht neidisch auf ihn sein. Du musst nicht auf jemanden neidisch sein, der in die Sünde hineinfällt, der auf dem Weg in die Hölle ist. Sei froh, dass du zu Hause bist. Sei froh, dass du das Kopftuch trägst. Sei froh, dass du ein ehrbares Leben als Muslimin führst. Und dein Bruder muss dir leid tun. Und das ist das Problem. Hier sehen Leute, was gelebt wird vom Islam. Ja, in vielen Ländern, vielen Familien aus einem bestimmten Land, das in Deutschland auch sehr häufig vorhanden ist, der Bruder darf alles, die Tochter darf gar nichts. Ja. Erstmal hat der Islam gesagt, der Bruder darf eine Freundin haben? Nee. Aber der kommt mit seiner Freundin nach Hause. Und die Schwester, sobald es nur danach riecht, die könnte einen Freund haben, gibt es direkt Prügel. Ist das Islam? Ist nicht Islam. Das ist Krankheit, ist das. Krankheit. Das ist eine unislamische Tugend. Was heißt Tugend? Das ist eine unislamische Handlung. Das ist etwas, was den Islam beschmutzt. Das ist etwas, was den Islam verdreckt. Das ist etwas, was uns durch den Schmutz zieht, wo die Muslime, Nicht-Muslime auf uns zeigen, schau dir mal diese Idioten an. Der Bruder hat jede Woche eine andere Freundin, die Tochter wird zusammengeschlagen. Und das ist das, was Töchter aus der Religion rausbringt, weil sie keine Ahnung vom Islam haben. Weil sie in die Moschee gehen und lernen dort nur Alif, Ba, Ta, Fa, Alif, Ba, Ta, Fa. Die Leute müssen den Koran verstehen lernen. Das ist wichtiger als die Rezitation. Die Rezitation ist dazu da, um den Islam zu verstehen. Ich sage nicht, lerne nicht die Rezitation. Aber wichtig ist es, das Verständnis der Texte zu haben. Deswegen könnt ihr auch eine Übersetzung lesen. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Setzt euch damit auseinander. Und gibt dem Islam nicht die Schuld für eure Eltern, die den Islam nicht praktizieren,
aber behaupten, den Islam zu praktizieren, stattdessen aber dem Nachbarn gefallen wollen, und dessen muss die Tochter als Jungfrau in die Ehe gehen, aber da ist keinen interessiert, ob der Bruder ohne sexuelle Erfahrung in die Ehe geht, ja, kann der ruhig machen, was er will. Das ist Heuchelei. Heuchelei pur. Heuchelei hoch 10. Lass dich davon nicht durch den Islam abbringen. Der Islam ist anders. Der Islam ist in dieser Sache gleichberechtigt zwischen Mann und Frau. Weder Mann noch Frau dürfen uneheliche Beziehungen führen. Aber fange nicht an, den Islam dafür verantwortlich zu machen. Fange nicht an, den Islam verantwortlich zu machen für Taten, die mit dem Islam nichts zu tun haben, sodass du aus dem Islam raustrittst und in die Hölle gehst. Denn wenn du den Islam kritisierst, damit meine ich Koran und Sunna, dann kritisierst du Allah. Dann sagst du, wie Iblis, ich bin doch besser, warum soll ich das tun? Und dann wirst du in die Hölle gehen. A'udhu billah. Und fange nicht an, eine Regel in Frage zu stellen, weil du zu schwach bist. Du bist zu schwach, morgens aufzustehen zum Gebet, dann sagst du, ja, da kann man doch sowieso heute nicht in der Zeit. Das hört man so oft. Und oft kommen diese Leute dann mit der Ausrede und frag dich selber. Ja, da kann man ja gar nichts mehr praktizieren. Da kann man ja gar nichts mehr machen. Einmal erzählen wir einen, von Zinsen darf man nicht nehmen. Da sagt er, da kann man ja gar nicht mehr reich werden. Reich werden? Weißt du, wie viele Leute durch Zinsen in den Ruin getrieben worden sind? Weißt du, wie viele Leute vernichtet wurden? Allah hat dich nicht erschaffen, um reich zu werden. Allah hat dich nicht erschaffen, um mit einer Rakete zum Mond zu fliegen. Oder reich zu werden. Oder eine Villa zu besitzen. Dann hast du falsche Ziele im Leben. Dein Ziel muss das Paradies sein, dieses Leben. Ist nicht der Acker für ein schönes Haus. Vielleicht kriegst du ein schönes Haus, ist nicht verboten. Das ist der Acker für dein Jenseits. Und deswegen, Brüder und Schwestern, regt mich das so auf, weil der Islam ist die schönste Religion. Und es macht mich so traurig, wenn ich dann Leute sehe, die aus dem Islam austreten, weil sie zu arrogant sind, zuzugeben, dass sie einen Fehler machen. Deswegen, sage, wenn du einen Fehler machst, suche den Fehler bei dir. Sage, ich bin schwach. Ich mache Fehler. Ich bin ein Sünder. Wir sind alle Menschen, die Fehler machen. Ja, wenn du Alkohol trinkst, ja, dann sage, das ist mein Fehler. Ich bin süchtig. Aber versuche dich zu verbessern. Gebe nicht auf. Denn Allah vergibt alles außer Schirk. Aber wenn du stirbst und du sagst, ha, ich weiß es besser aus Allah. Das, was Allah gemacht hat, ist falsch. Warum wollen wir kein Alkohol trinken? Ein bisschen Alkohol trinken ist doch okay. Dann hast du Schirk gemacht. Und wenn du so stirbst, wirst du in die Hölle gehen. Und zwar für alle Ewigkeit. Und wir sehen so viele Leute, die gerade dadurch vom Weg abgekommen sind. Einmal Frauen, die sich gerne sexuell ausleben wollen und dann sehen, dass ihr Bruder das darf und sie nicht. Und dann fangen sie auf einmal an, den Islam zu kritisieren. Und das sind die meisten sogenannten muslimischen Feministinnen. Ja, die sogenannten muslimischen Feministinnen, die haben ein Problem damit. Von einer wurde berichtet, ja, dass sie sich nackt ablichten lassen hat, vom Islam abgefallen, dass sie mit zwei Männern auf einmal verheiratet war, ja, sexsüchtig gewesen ist, ich sage jetzt nicht alle davon, aber ist so. Ja, nymphomanisch veranlagt. Ja, und dann fängt sie an, den Fehler beim Islam zu suchen. Subhanallah. Und dann sucht sie sich dann irgendwas, ja, wo sie machen und tun lassen kann, was will und keiner interessiert das. Ja, Fehler ist bei dir. Du bist zu schwach. Aber anstatt zuzugeben, dass du zu schwach bist und an dir an der Schwäche zu arbeiten, dich zu verstärken, denn wir sind alle schwach. Und das ist der Sinn der Schöpfung, dass wir bei Allah stehen und zugeben, dass wir schwach sind und Allah um Vergebung bitten. Ja. Anstatt zuzugeben, dass du zu schwach bist, sagst du Allah, das, was du offenbart hast, ist schwach. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren vor so einem Kuffer. Deswegen, nicht der Islam ist falsch, sondern du bist zu schwach. Nicht der Islam ist schuld, sondern du bist zu schwach.
Das ist der Punkt. Also sage Allah, du hast recht, ich bin schwach, oh Allah, mach mich stärker, lass mich diese Religion richtig praktizieren und lass mich das Gebet praktizieren und lass mich von Zina entfernen und lass mich von Alkohol entfernen und lass mich von allen Sünden entfernen und vergib mir meine Sünden, die ich gemacht habe und lass mich am jüngsten Tag ins Paradies eintreten und rette mich vor der Hölle. Jazakum Allah khairan. Alles, was richtig war, war von Allah. Und alles, was falsch war, war vom Shaitan und von meiner eigenen Seele. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.